Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7 und ihr fragt euch sicher, was macht denn der da unten? Warum ist der da? Ja, ihr habt ja mitbekommen, ich konnte Sephiroth nicht besiegen. Ich war noch zu schwach, ich war noch zu underleveled und es gibt noch einiges so zu erkunden, wo ich dachte, ja, wisst ihr was, die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Also ich habe mir jetzt mal so, also erstmal, ich wollte euch ersparen, nämlich dieses hier, ihr seht, ich bin mittlerweile Level 80, zumindest mit Cloud und Barrett. Ich habe jetzt einmal die Zeit genutzt und habe jetzt außerhalb des der Aufnahme des, ja, habe ich ein bisschen gelevelt, habe ich gegrindet. Das geht hier relativ gut, damit ich auf Level 80 komme. Das heißt, so oder so sollten wir jetzt an einem Level sein, wo wir Sephiroth besiegen können. Ich habe euch das erspart, weil sonst nicht spannend ist es nicht, mir irgendwie 3-4 Stunden dabei zu gucken, wie ich Gegner besiege, ne? Und ja, es gibt noch tatsächlich noch ein paar Sachen, das hätte ich wissen müssen. Ich kenne ja alte JRPGs, aber es ist so, wenn man in das finale Gebiet kommt, kommt man nicht mehr raus. Das heißt, ich habe jetzt, es gibt noch einige Dinge, die wir tatsächlich auf der World Map tun können und die würden wir verpassen. Was prinzipiell nicht so schlimm ist, weil ich ja eigentlich kein Completionist bin und sage, ich muss immer alles auf 100% durchspielen. Aber es gibt ja Dinge, wo ich sage, ja komm, die machen wir noch, ne? Also ich werde mich jetzt ein bisschen um die Nebenquests kümmern. Ich habe mir eine kleine Checkliste gemacht. Ich bin auch der Meinung, da gibt es Dinge, da würde man niemals drauf kommen, wenn man nicht irgendwie ein Lösungsbuch hätte oder irgendwie, ja, zumindest irgendein Hinweis. Also da würde man nicht drauf kommen. Es gibt Dinge, die werde ich aber auch auslassen, weil A, entweder muss ich das jetzt nicht unbedingt machen. Beispielsweise gibt es hier ja noch Nebenquests im Golden Saucer und hier dieses Chocobo-Rennen und diese, ja, diesen Kampf da in der Arena im Golden Saucer. Das muss nicht sein. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? So, und ich glaube, ein Quest mit Yuffie können wir tatsächlich nicht mehr machen. Das ist nämlich schon abgelaufen. Im Sinne von, da gab es irgendwie so eine Zwischensequenz oder irgendwie so eine Stelle. Das hätten wir früher machen müssen. Aber egal. Wir machen das, was wir machen können. So, ich würde sagen, ich gehe erstmal hier nach oben. So, Level 80. Also mittlerweile sollte ich eigentlich stark genug sein. So, das Vieh besiegen wir auch irgendwann noch, aber nicht jetzt. Wir gehen das mal so, wir machen das mal so, wie das in meiner, ja, auf meiner Liste steht. Als allererstes werden wir, ich habe es auch mal so ein bisschen nach dem Spannungsbogen, nenne ich es jetzt einfach mal, sortiert, ja. Das erste, was wir machen, ist einfach ein paar, ja, Städte nochmal abgrasen. Da gibt es nämlich teilweise noch ein paar Items, die wir, ja, uns schnappen sollten, beziehungsweise manchmal gute Materias, ne? teilweise sogar Ultima Weapons von den einzelnen Figuren. So, als allererstes, ja, ihr seht übrigens das da hinten, das habe ich nicht gesehen, das Vieh, ja, ja, hier nochmal drüber nachdenken können. Es gibt ja diese Dings hier, diese Weapons, die haben wir noch gar nicht alle besiegt. Also ein großer Quest wird auch sein, dass wir uns um die Weapons kümmern werden, aber ihr seid einen Schritt nach dem anderen so. Ne, ihr seht, ich habe da jetzt fast 5 Stunden oder so gegrindet. Das war echt eine Qual. So, aber als allererstes ignorieren wir das Vieh da mal und fliegen zurück zum Cosmo Canyon. Denn da ist noch eine ziemlich gute Materia versteckt, wo auch kein Mensch drauf gekommen wäre. Das ist halt so, ja. Ich meine, ich werde es mir jetzt nicht entgehen lassen. So, wenn wir mal gucken, wo war denn Cosmo Canyon? Orientierung. Aber ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Kontinent. Glaube ich zumindest. Ach, die Musik. So schön. Naja, also Final Fantasy 7 werde ich echt vermissen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Und hier ist auch ein bisschen nervig. Ich muss ja immer auf dem grünen Zeug hier landen. Ich kann nicht einfach darüber latschen. Das heißt, ich muss jetzt hier den kleinen Weg da noch gehen, aber das ist jetzt nicht so tragisch. So. Cosmo Canyon, los geht's. Oder wir kämpfen nochmal. Ihr seht, mittlerweile habe ich auch ganz schön HP und MP angesammelt, ja. Also, ich glaube, die sollten mir jetzt fast keinen Schaden mehr machen. Die haue ich teilweise mit einem Schlag weg. Ihr seht das ja schon, ne? Aber es ist auch notwendig, dass ich das mache. Oder es ist notwendig, dass ich tatsächlich so, ja, so ein Level habe, weil, wie ich gelesen habe, kann man diese Weapons tatsächlich nur töten, wenn man mindestens Level 80 ist, was ein bisschen ungünstig ist. So. Seit er von dieser einen Reise zurückkehrte, scheint Bugenhagen ziemlich deprimiert zu sein. Ich befürchte, dass gerade jetzt Bugenhagen etwas zustoßen könnte. Ja gut, Bugenhagen ist uns jetzt erstmal egal. Das, so ist es halt, ne? Man wird halt ein bisschen depressiv im Alter. Und zwar, wir müssen die Leiter hinter dem großen, wie gesagt, das lese ich jetzt ab, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, ich habe hier so eine Checkliste, weil, ja, wie gesagt, da würde keiner drauf kommen. Ich muss jetzt diese Leiter
hinter dem Item Shop hoch, also neben hoch zum Item Shop, also dieses Ding hier hochklettern. Und oder ist es die? Hm. Oder irgendeine Leiter hinter dem Item Shop, ne? Muss man gucken, dass da dann ist das hier nicht der Item Shop, sondern das dahinter. So. Also, Leiter hinter dem großen Lagerfeuer hoch zum Item Shop. Ja, das ist aber. Das ist der Item Shop, ne? Oder. Ja, warte mal, jetzt laufe ich hier wieder völlig falsch. Ich kann nicht mal mit Dings hier klarkommen. So. Es hieß vom Prinzip her, irgendwo ist ein Pfad frei. Also, Leiter hinter dem Lagerfeuer. Na, ist es jetzt links hinter dem Lagerfeuer oder meinen wir jetzt wirklich perspektivisch hinter dem Lagerfeuer? Dann wäre das ja richtig. So. So zum Item Shop. Dahinter muss jetzt ein Pfad frei sein, war vorher von Seidenvorhang verdeckt, nämlich der da. Ja. Ach, sieh mal einer an. Materia Komplettheilung. Ja. Perfekt. Zauberkapsel. Gut, jetzt müssen wir mal gucken übrigens. Ich muss noch mal ein bisschen, also übrigens, was ich jetzt noch vergessen habe zu sagen, was ist neu? Also Cloud kann jetzt doppelt angreifen. Ich habe den die Materia draufgelegt. Also jetzt hier diese MP Turbo, ja, Ultima und bla. Die sind natürlich jetzt alle ein bisschen geupgradet, logischerweise, weil ich jetzt halt gegrindet habe. Gucken wir mal. Zauberkapsel erhöht Zauberwerte. Machen wir mal Barrett. Der mittlerweile auch fast, ja, also mehr als 990 MP geht gar nicht. Was haben wir noch? Irgendwas Schönes? Turbo Ether, Heilwund, X-Rang, ne? 48, da könnt ihr mal sehen, wie lange ich da gegrindet habe, ne? Das ist nicht immer das Item, was sie da, ja, was sie da hinterlassen haben. Unfassbar. So, Kraftkapsel, auf jeden Fall bei Cloud. So, Cloud muss jetzt den doppelten Schaden machen, so. Und ausrüsten, den geben wir dann. Barrett heilt jetzt, gut. Ich würde sagen, Cat Sif, der kann tatsächlich mal die Materie einsetzen. Da haben wir zwei Figuren, die heilen können. Wiederbelebung, extra MP. Mittlerweile hat Sketchup auch über 6000, was ganz gut ist. Fernangriff muss er machen, weil er in der hinteren Reihe jetzt steht. Kälte. Ich überlege jetzt halt, was jetzt Raub. Ja, zum Beispiel Ramu, Gift. Gift zum Beispiel wird mir gar nichts bringen. Jetzt mal ganz ehrlich. Gift ist relativ scheiße. Habe ich auch bis jetzt noch nie benutzt. Also deswegen Komplettheilung. So. Gut, und da ist jetzt auch sein Leben wieder angestiegen. Das ist ganz gut, weil er aktuell so das wenigste Leben hat. So, das heißt, Cosmo Canyon haben wir erledigt. Wunderschön. Ja, ich meine, ne, da müsste man erstmal drauf kommen. Ich meine, ich hätte jetzt keinen Grund gehabt, gerade diesen Itemshop da zu besuchen. Apropos Itemshop, ich muss mal Phönixfedern kaufen. Fällt mir gerade ein. Die sind nämlich völlig leer. So, Phönixfeder. Machen wir gleich mal. Ja, 50 ist übertrieben. Nochmal. Na komm, ich hab das Geld, komm, scheiß drauf. So, 53 Phönixfedern, ich glaube, das sollte ja reichen, ja. So, Cloud, geh mal raus. Als nächstes müssen wir zu Rocket Town. Sollen wir überlegen mal, wo Rocket Town war. Das war, Sif sein Dings, ja. Ja, das war, oder warte mal. Gut, nee, das war Sif sein, nicht Sif, was rede ich ja. Sitz, Heimatstadt. Mal gucken, gut hier ist. So, jetzt sparen wir erstmal, weil wir jetzt diese schöne Materia. Also wie gesagt, von allen werde ich jetzt die ultimative Waffe nicht finden können. Wir werden auf jeden Fall noch Clouds ultimative Waffe kriegen. Das wird ziemlich schwer daran zu kommen, aber wir versuchen es einfach mal. Ich bin ja mal gespannt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo war denn jetzt Rocket Town? Ich glaube, es war doch hier. Es wartet auf diesen Kontinent hier. Habe ich recht? So, das hier ist nicht Rocket Town, das ist ja der das Gefängnisding hier. Die Gefängniskolonie, das ist auch nicht richtig. Ich glaube, war das? Nee, das war ja die Stadt von Dings hier. Oder? Jetzt bin ich völlig überfordert, warte mal. War das jetzt hier die war das die Heimatstadt von Barrett? Ja, war sie. Oh, da geht es nicht zum Golden Saucer, da wollen wir nicht hin, wir wollen zu Rocket Town. Hier ist Rocket Town, na, da sieht man es ja schon. Da sieht man ja schon, dass da die Abschussrampe von der Rakete war. So, Waffenshop links im Screen, da gehen wir rein.
So, Treasure Chest, da ist irgendwo eine Treasure Chest. Da hinten. Da ist was Gutes scheinbar drin. Hier das Armband, soll ein relativ gutes Armband sein. Ja, können wir mal gucken. Ausrüsten. Ja, was war denn das? Viertes Armband. Oder ist es ein Accessoire? Ne? Was ist es denn jetzt? Ja, nicht Silberbrille, was man jetzt hier ausgerüstet. Schutz vor Blind. Nee. Was ist damit jetzt? Viertes Armband. Zwangsreif. Ich kann übrigens gegen Ende hin auch mal andere Sachen ausrüsten. Oder ist es eine Waffe? Nee. Wird es ja nicht sein, oder? Ich hab doch jetzt. Gleitwache ist auch nicht. Kraftarmband. Nee. Hä? Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Ah, kann sein, dass es irgendwas für Dings ist hier für Sid. Keine Ahnung. Würde ja zumindest thematisch passen, wenn wir schon mal in so einer Heimatstadt da sind, ja. Also wir werden es sehen. So, okay. Hinterer Teil des Ladens mit Tool Gods. Fourth Bracelet haben wir. Im hinteren Teil des Ladens ist eine Truhe. Haben wir doch schon. Da gibt es ja noch eine Truhe. Im hinteren Teil des Ladens ist noch irgendwas. Auf der anderen Seite oder was? Nee, das habe ich das schon. Ist da sonst noch was? Jetzt kommt solche was. Wer will darauf kommen? So. Hier gibt es irgendwo einen Mann, einen alten Mann vom Item Shop. Nicht den, den muss ich dreimal ansprechen. Wenn ich das gemacht habe, kriege ich eine ultimative Waffe scheinbar. Und das ist Sids ultimative Waffe, aber gut, ich mach's trotzdem. Was willst du denn? Meine kostbare Rakete, sie ist weg. Und meine Träume auch. Was willst du von mir? Ich weiß schon, egal wie genau ich hinsehe, die Rakete bleibt verschwunden. Aber ist egal, wie gut ich hinsehe. Meine Sicht ist eh nicht mehr das, was sie mal war, ne? Aber ich kann einfach nicht aufhören. Nenn's von mir aus die Marotte eines alten Mannes. Nenn's Langeweile. Nenn's Lebensverdrießlichkeit. Ich weiß es nicht. Geht alles. Also jetzt nur schon wieder bei mir. Wer bist du? Tut mir leid, dass ich damit reinsitze. Für mich ist es eine Art Hobby. Einfach leere Abschlussrampen anzuschauen. Das ist spannend. Aber nimm das als Zeichen meiner Anerkennung. Venushymne. Ich möchte, dass du darauf aufpasst und das benutzt. Gut, dann haben wir die ultimative Waffe von Sid. So einfach kann es gehen, aber welcher Mensch kommt da drauf, ne? Also es ist halt, als ob ich irgendeinen wahllosen NPC da irgendwie dreimal ansprechen würde, ja. Gut, jetzt wird's interessant. Nämlich, jetzt geht's zurück zu Midgar. Ihr erinnert euch ja, wo ich vom Midgar war, hieß es, ja, hier, ich brauche einen Schlüssel, den habe ich irgendwie bei der Ausgrabung vergessen. Mein Gedanke damals, den ich hatte, der war schon richtig. Ich muss zu Bone Village zurückfliegen und muss da diesen Schlüssel finden, ja. Die Sache ist einfach nur, ich muss da Good Treasure anwählen, ja, und dann kann ich in die Slums zurückkehren. Und wichtig ist, was ist das für eine wahllose Scheiße teilweise? Ich muss dafür, und zwar tiefer ausgerüstet haben. Und auch Sid. Und dann kriege ich von tiefer die ultimative Waffe. Also eigentlich könnte man sie überspringen, theoretisch, weil, naja, aber wir machen das trotzdem, komm. Wir machen die Sachen, die wir machen können. Obwohl es eigentlich, ich meine, muss das unbedingt machen, jetzt wo ich so überlege. Ich meine, ja, groß sehen wir nichts. Wir kommen halt zurück in die Slums. Nee, wisst ihr was? Wir lassen das. Wir kämpfen ja eh nicht mit ihr. Aber wenn wir die ultimative Waffe haben wollen würden, dann, ja, wüsstet ihr jetzt, wo sie ist. So, Barrett. Und Hetziff. Ich hoffe, die haben noch alle ihre Materie ausgerüstet, ja? Gut, haben sie noch. So. Was wir machen können, ist aber tatsächlich jetzt die ultimative Waffe von Vincent uns holen. Also einfach nur, weil da auch Kämpfe mit im Spiel sind. Wir müssen jetzt Vincent in die Gruppe adden. Machen wir jetzt einfach mal. So, Vincent. Den können wir zumindest mit besseren Sachen ausrüsten. So. Oh, gut, er hat aktuell schon das Beste. Eges Armband, ja, machen wir einfach mal Hyperkrone, so. So, jetzt müssen wir wieder zurückfliegen. Ja, ist jetzt ein bisschen hin und her geflieger, aber das ist noch der einfache Part, es wird noch schlimmer. Also,
ich glaube, der Kampf gegen die Weapons, das wird echt richtig, richtig schlimm. Also, so, müssen wir hier landen. Weil ich das wieder hinten niemals gesehen habe, ey, das ist, ich glaub's nicht. So, jetzt müssen wir abtauchen und zwar Richtung, Costa del Sol. Costa del Sol war ja hier. Und da gibt's unter Wasser westlich von del Sol. Und da gibt's irgendwo, irgendwie müssen wir da runter. Wir gucken mal. So. Hier ist nämlich eine Ritze. Westlich von Costa del Sol. Könnte einmal hier sein. Aber ich glaube, das ist nicht richtig. Oder ist es richtig? Ich weiß es nicht, es ist auch sehr langsam. Ne, es ist richtig. Genau, da war ich ja nämlich schon mal. Denn da geht's zu der sogenannten Lucretia Crystal Cave. Wer hätte das gedacht? Wirklich. Wer hätte das gedacht? So, jetzt müssen wir... Also westlich von Costa del Sol kann auch sein, dass ich gerade völlig falsch bin hier. Das sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Eigentlich sehr gut aus. Dazu jetzt kann ich auftauchen. Und wenn ich mal sehen würde. Aber ich kann hier tatsächlich irgendwo. Irgendwo kann ich hier raus. Glaube ich. Da! Wer hätte das denn gedacht, dass ich da raus kann? Wirklich? Das ist so absurd. Also. Okay. Was muss ich jetzt machen? Da muss bla bla, bin auch schon wichtig, Vincent, nach 10 Kämpfen irgendwie. Okay. Jetzt kommen wir hier rein. Das ist die Crystal Cave. Sephiroth! Was? Diese Stimme! Das kann nicht sein! Ist das Korax, der mich ruft, Travae? Lucretia! Vincent? Lucretia, bleib wo du bist! Nein! Oh, jetzt erfahren wir was über Vincent. Über Vincent Raven. Wer ist das? Der sieht ein bisschen verdächtig aus. Ich kann es jetzt nicht aussprechen, aber... Also wenn das Vincent ist, dann... Sag mal, was macht denn hier Adolf in Nippelheim? Was ist denn da los, was? Ach, wenn sie denn glücklich ist. Mir soll es reichen. Ich bin dagegen. Warum Experimente? Sie sind beide Wissenschaftler. Jetzt geht's wieder viel zu schnell. Okay, irgendwas mit Wissenschaftlern jetzt hier. Danach gebar Lucretia ein Kind. Das war Vincent. Der Name des Kindes lautete Sephiroth. Oh. Okay, das sind mal so Sachen, die wir nebenbei erfahren. Interessant. Ja. Okay. Oh, nein, nicht direkt durchs Herz, aua! Ich bin da, das war's. Tut mir leid, aber komm, ey. Also, die Figur ist schon, naja. Bisschen verdächtiger. So. Ja, das wird Vincent werden, wahrscheinlich, ne? Oh, ich lebe ja noch. Oh! Ich kann die Bildschirm, ich kann den Bildschirm wegschieben. Dieser Körper ist die Strafe, die mir auferlegt wurde. Ich war nicht in der Lage, Professor Gast und Lucretia, ich konnte sie nicht retten. Ich konnte nur zusehen, das ist meine Strafe. Tja, und jetzt hängt sie hier einfach rum, alleine in dieser Kristallhöhle, auf ewig gefangen oder was. Lucretia, du lebst! Ich wollte verschwinden. Ich musste allein sein. Ich wollte sterben. Aber die Genova in mir ließ mich nicht sterben. In letzter Zeit träume ich oft von Sephiroth, mein liebes, liebes Kind. Nach seiner Geburt konnte ich ihn kein einziges Mal halten. Nicht ein einziges Mal. Ich darf mich nicht seine Mutter nennen. Das ist meine Sünde. Zurück, bleib wo du bist. Vincent, bitte sag mir. Was? Was? Ob Sephiroth noch lebt.
Ja, noch. Also wir wollen das ja ändern, im besten Fall, um den Planeten zu retten, ne? Ich habe gehört, er sei vor 5 Jahren gestorben, aber ich sehe ihn oft im Traum. Und ich weiß, dass er, wie ich, nicht so einfach physisch sterben kann. Er kann nicht so einfach sterben. Ja, ich weiß, wir haben ja schon alle Vorgaben getroffen. Wir waren einfach noch... Wir waren physisch etwas zu schwach, ne, um ihn dann physisch auch auslöschen zu können durch unsere etwas erhöhte Kraft, ja. Bitte, Vincent, sag es mir. Nein, bleib da hinten. Ich regel das. Lucretia, Sephiroth ist tot, Travae. Verstehst du mich? Er ist aber nicht tot, oder? Okay. Ich glaube, wir machen an der Stelle erstmal Schluss und dann in der nächsten Folge werden wir ein bisschen weiter Lucretia nerven, ne? Bis dahin.